Schönen guten Abend, ich bin Minister Kosch und ich spiele hier wieder Workers and Resources. Hallöchen. Bevor es mit der Folge eigentlich losgeht, nochmal ein Hinweis darauf, dass der Staatsratsvorsitzende und der Leiter der Planungskommission Anfang diesen Jahres, nämlich zum Beginn des Jahres 82, in ihrer Neujahrsansprache die gesamte Bevölkerung und die gesamten Zuschauer aufgerufen hat, um Vorschläge einzureichen an die Planungskommission, wie die Republik weiter verbessert werden kann. Und neben den drei staatlichen Vorschlägen, um in Tierproduktion, Tourismus und Schiffsbau einzusteigen, gibt es mittlerweile schon zwei Vorschläge aus der Bevölkerung, nämlich unter dem Motto Freude am Fahren wurde vorgeschlagen, doch in die eigene Fahrzeugproduktion zu starten. Und mittlerweile gab es auch den Vorschlag unter dem Motto strahlende Zukunft in die Atomindustrie einzusteigen. Wenn ihr da eigene Vorstellungen habt, wenn ihr Favoriten habt, wo die Republik weiter sich verbessern kann, schreibt es in die Kommentare. Gut, das damit der Werbeblock zum Beginn der Folge ist dann auch durch. Die eigentliche Folge. Ich habe gesagt in der letzten Folge, dass wir uns jetzt hier um Bula kümmern wollen, um hier die Arbeiter zu suchen, wo die Arbeiter sind und so ein bisschen Optimierung zu machen, damit wir hier endlich an der Haltestelle dann auch wartende Arbeiter haben. Aber ich habe mal in der die Pause zwischen den Folgen genutzt und über ein paar Dinge nachgedacht. Und unter anderem hier über dieses Konglomerat möchte ich es nennen. Also hier ist ja Radeberg und ich habe hier das Heizwerk hingestellt, zusammen mit einem Busbahnhof und der Feuerwache. Und ich möchte das gerne ein bisschen verändern. Und zwar wegen zwei Dingen. Einerseits möchte ich, wie in der letzten Folge zwischendurch mal erwähnt, für Radeberg tatsächlich ein Eisenbahnbauamt bauen und da wäre hier die günstige Stelle, wo aktuell das Kohlelager fürs Heizwerk steht, weil da dann hier die Arbeiter hingebracht werden können und hier auch dann die Eisenbahnanschlüsse sind, obwohl hier sind gerade die Brücken. Ja gut, dann müssen die Eisenbahnzugänge ein bisschen länger werden. Die können dann hier reingehen. Ja, das geht schon. Deshalb möchte ich das Eisenbahnamt hier haben, damit hier die Arbeiter, die hier abgeladen werden, dann mit erreichbar sind. Und da müssen wir ein bisschen umbauen. Andererseits habe ich mir auch noch überlegt, erstens das Stadion. Stadion ist hier falsch gesetzt. Es dürfte so gesetzt sein, dass der Eingang fürs Stadion nicht mehr über die Haltestellen erreichbar ist. Obwohl, hier vielleicht. Ja, das geht vielleicht doch. Aber das, was ich machen möchte, ist, ich habe ja hier diesen Platz vor Radeberg extra freigelassen. Habe ich extra keine Wohnung hingesetzt. Hier ist nur das Krankenhaus. Und ich habe mich auch in einer der letzten Folgen auch beklagt darüber, dass ich immer vergesse, eine Personenzugverbindung für meine Städte zu planen. Und das möchte ich jetzt hier nachholen. Ich möchte hier tatsächlich einen Verkehrsknotenpunkt entstehen lassen. Hier, das heißt, wir haben ja hier schon eine Haltestelle in unserem Straßenbahnring. Und da soll jetzt noch ein Hauptbahnhof hin und auch noch eine U-Bahn-Station. Schon mal als Vorbereitung, wenn irgendwann mal eine U-Bahn kommen sollte. Das ist bei weitem nicht gesetzt, aber dass es schon mal da ist. Das möchte ich auf jeden Fall jetzt in dieser Folge noch machen. Warum jetzt unbedingt hier? Mehrere Gründe. Also zur Anbindung an das Robotronen-Elektronikkombinat ist es jedenfalls nicht. Dafür haben wir die Straßenbahn. Aber im Zuge der eingereichten Vorschläge für die Erweiterung der Republik, da wurde ja ein Vorschlag gemacht, ins Atomzeitalter einzusteigen. Da habe ich mal geschaut, wo denn überhaupt Uranerzvorkommen sind. Und es gibt in unserer Republik zwei Vorkommen. Einmal hier oben ein kleines, das ist noch sehr weit entfernt, da werden wir sicher nicht hinkommen. Aber, und deshalb habe ich den Vorschlag tatsächlich auch mit aufgenommen,
Es gibt das zweite größere Uranerzvorkommen und das ist durchaus schon in Reichweite von uns. Das kann man tatsächlich schon in Angriff nehmen, wenn das dann entschieden wird. Das ist noch nicht gesetzt. Hier würden die Uranerzminen stehen und dann muss natürlich auch irgendwie dann irgendwann mal eine Stadt hin, um dann die ganzen Industriebetriebe zu versorgen. Und wenn man da mal schaut, da könnte man tatsächlich auch eine Personenzugverbindung in die Stadt, die dann vielleicht hier wäre oder hier an der Küste, keine Ahnung. Da könnte man sicher eine Personenzugverbindung hinmachen. Das würde sich auf jeden Fall lohnen. Und, das hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt, ich plane ja hier, habe ich ja mir auch einen Merker gesetzt, so eine kleine Stadt, die dann auch unsere mechanischen Komponenten herstellen soll und auch Zement erzeugen soll. Die soll ja hier hin. Und da würde es sich auch lohnen, dann eine Bahnbrücke darüber zu legen, um dort dann Personenanschluss dann darüber zu legen. Die Stadt soll nicht so unbedingt groß werden. Mechanische Komponentenindustrie und Zementindustrie braucht nicht so viel Arbeiter. Da könnte man dann zum Beispiel dann auch die Bevölkerung, also die Studenten per Zug fahren lassen. Und wir haben hier unsere Uni. Die ist dann auch in Reichweite dieses Bahnhofs dann. Das würde sich gut anbieten. So, das machen wir jetzt einfach mal. Um Bula kümmern wir uns dann irgendwann später. Jetzt müssen wir erstmal hier alles kleiner machen und dazu machen. So, das heißt hier, das Kohlelager kommt erstmal weg. Das Heizwerk werden wir nämlich umdrehen. Sodass der Ressourcenzugang dann rechts ist. Nämlich so. Und jetzt ist die Straße allerdings sehr nah an der Kreuzung. Na gut. Mal so machen. Das Eisenbahnbauamt dahin. Da könnte man die Anschlüsse nicht so schlecht setzen. Und wenn man es spiegelt, ist der Straßenanschluss zwar besser, allerdings die Heizungsanschlüsse sind dann nach in die falsche Richtung. Ach, irgendwas ist immer. So. So könnte man es natürlich auch machen. Die Heizungsanschlüsse sind immer noch nicht die besten, aber immer besser als. Ach, apropos Heizungsanschluss. Ich glaube, ein Teil von Bula, wenn dann mal das Umspannwerk fertig ist, da müssen wir mal gucken. Ah ja. Hier ist jetzt Strom. Heizwerk hat auch Strom bekommen. Okay. Ich glaube nämlich, die äußersten Gebäude haben keinen Heizungsanschluss. Ja, das haben wir tatsächlich wieder vergessen. Hier läuft aber auch alles schief in Bula. Was wir brauchen noch einen Wärmetauscher. Wo setzen wir ihn hin? Die weitesten Gebäude sind jetzt 220 Meter weg, wenn sie mir da hinsetzen. Da rein geht's nicht. Da ist kein Platz mehr wegen dem Gehweg. Brauchen einen Straßenanschluss. Sonst kann das Ding nicht gebaut werden. Hier kriegen wir den Straßenanschluss nicht hin, oder? Nee. Machen wir ihn dahin. Ich will hier eventuell noch ein paar Gebäude hinsetzen, um ein paar noch mehr Arbeiter nach Bula zu bekommen. Das müsste aber gehen, wenn es da ist. Könnten die Gebäude auch hier hinkriegen?
kein Bagger da. So. Dann baue die Straße. Und dann brauchen wir noch das kleine Heizungsrohr. Unterirdisch, bitte. Gut, das kann auch gebaut werden. Okay. Wie sieht hier die Zufriedenheit aus? Essen haben sie offensichtlich. Kirche ist klar. Kneipe. Hatte ich nicht eine Kneipe gebaut? Ich glaube ja. Aber eigentlich wollte ich ganz was anderes machen. Hier ist die Kneipe. Ah, wir haben keinen Alkohol. Das ist das Problem. Haben wir Alkohol im Lager? Haben wir. Ich glaube aber, wir haben keinen LKW dafür, ne? Ah ne, wir haben die Kneipe nicht als Ziel definiert. Und Alkohol kann ausgeliefert werden. Und wird es jetzt auch. Okay. Wenn man schon so in einem kleinen Ort schafft wird, dann muss man sich auch die Situation glücklich trinken. Von daher habe ich den mal in der Kneipe gegönnt. Wohnung hier. Ah, da fehlen immer noch die Gehwege. Okay, gut. Jetzt wollten wir aber zum Heizwerk Radeberg. So, jetzt machen wir das simpel und einfach. Die günstigen Heizungsanschlüsse zeigen nach Norden. Und dass die Straße dann so knapp ist, müssen wir in Kauf nehmen. Wir machen mal den Zugang länger, damit dann eventuellen LKWs, die da stehen, auch genügend Platz zum Warten haben. Und dann braucht das Heizwerk aber auf jeden Fall einen Gehweg zur Busplattform. Und zur Straße braucht es aber auch einen. Kommen wir hier durch? Ja. Gut, dann das Lager für das Heizwerk. So. Ja. Straßenanschluss bitte. Wir haben ja zwei Straßen. Okay. Die Straße ist schon fertig. Dann baut die mal. Und hier die auch. Gut, dann das Eisenbahnbauamt. Wo war das? Nicht Zugverteiler, ach, das ist hier, ne? Genau. So, dieses, müssen wir mal gucken. Wir brauchen ja auch Lager dafür. Wir brauchen ein Kieslager. Das könnte man so anschließen. Und das Warenhaus dafür. Hier ist die Busplattform. Das ist mit das große Büro. Moment mal kurz, wir brauchen jetzt zwei verschiedene Lager, ne?
Hier haben wir nur ein Kieslager angeschlossen. Wir nutzen nicht die internen Lager. Wir hier keinen Platz mehr hatten. Na, wir brauchen einen Freiraumspeicher und ein Warenhaus. Wenn wir... Wenn wir es anschließen wollen. Wobei die Elektrokomponenten 17 Tonnen, das Internet ist groß genug auf jeden Fall. Ist das das Große eigentlich? Sieht so aus, oder? Ja. Nee, dann... Das interne Lager ist schon okay, denke ich. Da müssen wir aber auch die Straßenzufahrt bedenken. Damit die LKWs genug Platz haben. Wir haben ja hier eine relativ stark befahrene Kreuzung. Von daher muss der Anschluss... glaube ich, ein Stück weit weg. Also direkt hier den Zugang zu haben, wäre tödlich. Von daher lasse ich den Zugang mal rechts. Und dann kann der Zugang entweder hier rüber laufen. Wir könnten dann hier auch noch eine Kreuzung machen. Okay, aber bevor wir das machen, werde ich mir mal um die Zuggleise Gedanken machen. Tja. Tja, jetzt wo ich das so sehe, halte ich von dem Gedanken gar nicht mehr so viel. Das Problem ist, hier ist ja die Stammstrecke. Und wenn ich jetzt hier einen Gleisanschluss mache, halt so, irgendwie, halt dann doppelgleisig, dann habe ich blockierende Kreuzung auf meiner Stammstrecke. In Spremberg, wo das bisherige Eisenbahnbaum steht, ist das Eisenbahnbaum zu angeschlossen tatsächlich. Aber halt nicht auf der Stammstrecke. Ich überlege gerade, ob ich das Eisenbahnbaum nicht stattdessen hier mit anschließen kann. Aber das sind dann zu viele Arbeiter, die über diese Haltestelle laufen, glaube ich. Wir brauchen hier, glaube ich, nochmal ein richtiges Eisenbahnkreuz, was hier in Radeberg reingeht. Und ich befürchte, ich werde hier alles nochmal abreißen müssen. Weil wenn ich hier das Eisenbahnkreuz hinsetze, das wird ein bisschen größer. Vielleicht kann man es hier hin mitsetzen. Aber da haben wir keine Arbeiter mit angedacht. Was nämlich auch noch fehlt, sind Zugverteiler. Die halt für die Belieferung dieses Lagerviertels zuständig sind. Und für die Belieferung dieses des Robotron-Elektronik-Kombinats. Wobei da der Zugverteiler durchaus hier hinten mitgebaut werden kann. Das können wir gleich mal machen.
Ich habe es wieder falsch gesucht. Hier. Es braucht ja keine Arbeiter. Das hat ja dann der Vorteil. Ja, entweder hier oder hier halt, ne? Ich setze es hier hin. So. Ah, ist der Weg zu kurz? Ja. Okay. Toll. Nee, nicht den Gabelstapler, den Zugverteiler. Einmal so. Und einmal so. Ja, der Zugverteiler für das Lagerviertel, wo packt man den dann hin? Vom Platz her haben wir nur noch das hier übrig. Und auch da wird's knapp. Oh, ja. Frage, ob wir noch mit den Gleisen reinkommen dann. Oh, das geht, glaube ich. Ah ne, hier geht's nicht. Ja. Ich habe mein Gleisnetz tatsächlich zu klein geplant. Das ist verdammt. Ja. Ungeahnte Probleme, die ich jetzt hier bekomme. Der Zugverteiler gibt es auch nicht in klein, oder? Nee, zumindest habe ich dann noch nichts aus dem Workshop installiert dazu. Da könnte man es anschließen. Aber nur so. Ja, das ist auch doof. Den vielleicht ein bisschen verschieben. Genau wie vorher.
Kann man den Straßen hier was wegnehmen? Wir haben ja hier erstmal Kohle liegen. 300 Tonnen, das werden wir ewig nicht verbrauchen. Das sind die technischen Dienstleistungen, die könnte man im Notfall auch noch verschieben. Das Problem ist, da müssten wir vorher einen Ersatzbau machen. Weil wir müssen, Bula braucht ja Wasser. Ich ziehe erstmal einen Kiesweg durch. Dann können wir hier die Straße kaputt machen. Oh, jetzt ist der LKW gebeamt worden hier, der gerade gefahren ist. So, macht ihr erstmal weg hier alle. Zug wartet zu lang. Oh, die Folge ist aber auch echt der Wurm dran heute hier. Ich wollte schon längst fertig sein damit. Wo willst du hin? Dahin. Okay. Ach, weil hier er hier drin steht. Mixed. So, und jetzt müsste er hier losfahren können. Machen wir hier noch ein 2 Mixed. So. Ja. Okay. Gut. Zugverteiler. Die Frage, wie setzt man das Ding am besten hin? Nicht so. Dann kommen wir da nicht mehr raus. Nee. Hier kommen wir mal auch nicht dran. Es ist. Ach Mann. Ich glaube, ich mache an der Stelle mal einen Cut und ich bin gleich wieder da, wenn das Ding steht. Bis dann. So, da bin ich wieder. Es hat eine Weile gedauert. Ich war jetzt bestimmt 10, 15 Minuten beschäftigt. Und wie ihr seht, habe ich es tatsächlich hinbekommen. Ich musste ein bisschen was verschieben. Die Gebäude sind hier aber alle stehen geblieben. Das heißt, hier die technischen Dienstleistungen existieren noch. Und ich habe hier die Zugverteilerstelle so hinbekommen, dass sie jetzt hier so ein bisschen schräg steht. Die Züge aus dem Lagerverteiler gehen hier links vorbei. Was ich neu machen musste, und ich musste sie tatsächlich abreißen, sie waren nämlich schon fast fertig gebaut, sind hier die Tunnelzugänge. Die Tunnel waren auf jeden Fall schon fertig, die Tunnelzugänge wurden gerade gebaut. Die musste ich ein bisschen hintersetzen. Dadurch ist der Zugang, hier dieser Tunnelzugang, auch ein bisschen hintergesetzt worden. Der war vorher hier. Und muss jetzt alles nochmal komplett neu gebaut werden. Aber dafür ist der Zugverteiler jetzt hier an der richtigen Stelle platziert. Ich hätte zwischendrin mal probiert, ihr seht das hier, oder überlegt, den Zugverteiler hier hinzustellen.
Das Problem an dieser Stelle, also zugangsmäßig war das okay. Die Gleise konnte man hier auf jeden Fall Zugänge und Abgänge bauen. Das Problem an dieser Stelle wäre allerdings gewesen, der Zugverteiler ist ja dafür zuständig oder wird dafür zuständig sein, die Waren, die hier in diesem Kreis drin liegen, zu holen. Das heißt, wenn der feststellen würde, hier in dem Lager fehlt was für diesen Bahnhof, dann würde der Zug hier losfahren, würde hier auf diesen Kreis drauffahren, dann müsste den ganzen Kreis durchfahren, durch die ganzen Bahnhöfe durchfahren und wäre dann erst auf der Stammstrecke. Und umgekehrt, wenn er dann die Waren hätte, dann würde er hier auf diesen Kreis drauffahren, an dem Zugverteiler vorbeifahren, würde irgendwo in irgendeinem Bahnhof seine Waren abladen und dann müsste er hier wieder rausfahren und über die Stammstrecke sich irgendwo über eine unserer Kreuzungen, vermutlich hier, könnte er dann drehen, zurückfahren und könnte dann wieder hier in den Zugverteiler rein. Das würde das Ganze ziemlich kompliziert machen und einfach unwirtschaftlich, würde viel mehr Zugverkehr dann auf der Stammstrecke sein. Deshalb habe ich das da wieder weggenommen. Hier ist schon für den Zugverteiler die richtige Stelle. Das heißt, wenn er feststellt, hier bei den Lagern fehlt irgendwas, fährt er los, fährt auf die Stammstrecke, in welche Richtung auch immer und liefert dann irgendwo was ab und fährt dann in den Zugverteiler zurück. Bei den Zügen aus den Zugverteilern ist es ja so, im Übrigen, dass die Züge in jedem Fall immer zum Zugverteiler zurückfahren müssen. Die bekommen keinen neuen Auftrag, wenn sie auf der Strecke sind. Also sie müssen also immer in den Zugverteiler zurück. Bei den Vertriebszentren für die Autos ist das was anderes. Die bekommen auch neue Aufträge für neue, wenn sie was fahren sollen, wenn sie auf der Strecke sind. Also die müssen also nicht ins Vertriebszentrum zurück. Hier fehlt der Zugang fürs Kohlelager fehlt hier noch. Da beschwert sich das Vertriebszentrum gerade. Holen wir mal nach. Muss man natürlich neu bauen. Okay, dann plant das mal und dann könnt ihr das hier auch bauen. Wir haben ja erstmal genug Kohle. Gut, was ich in der Pause auch gemacht habe, und ich habe das sicherheitshalber in der Pause gemacht, um sicher zu gehen, dass es klappt, ist tatsächlich eine Eisenbahn-T-Kreuzung für Radeberg. Die Folge ist jetzt völlig durcheinander geraten. Ich habe ganz andere Dinge geplant. Also ich hatte am Anfang der Folge hier festgestellt, dass der Zugang für dieses Eisenbahnbauamt, was ich hier haben wollte, nur sehr gefährlich wäre mit blockierenden Kreuzungen auf meiner Stammstrecke. Und ich habe hier mal ein paar Berge hochgezogen und da mal eine T-Kreuzung geplant. Die hat auch wunderbar hier reingepasst. Und die ist jetzt dafür zuständig, den gesamten Eisenbahnverkehr für Radeberg aufzunehmen. Da ist auch mal das Stadion jetzt hier, das geplante, wieder weggekommen. Das Stadion werden wir vermutlich jetzt hier hinsetzen. Beziehungsweise vielleicht dann auch hier, müssen wir mal gucken. Weil hier kommt jetzt der geplante Hauptbahnhof für Radeberg hin. Müssen wir mal gucken, welchen Bahnhof wir nehmen. Soll tatsächlich ein schöner Hauptbahnhof sein. Hier dieses Voxal Medium, der ist eigentlich ganz nett. Central Rail. Ah, genau, der ist noch besser. Diese Straßen hier bei diesem Central Rail Station Bahnhof, also ist natürlich aus dem Workshop, die fahren die Fahrzeuge tatsächlich durch, habe ich festgestellt. Also wenn man den in seine Straßen einplant, dann kann man den so planen, dass da die Straße am rechten Rand, ich kann mit der Maus jetzt nicht drauf zeigen, dass das eine Durchgangsstraße ist. Das finde ich ganz nett. Das brauchen wir jetzt hier aber nicht. Jetzt ist mal so. Und dann müssen wir auch irgendwie eine U-Bahn auch noch irgendwie hinkriegen. Jetzt müssen eine U-Bahn-Station. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht ausreicht, wenn wir das als Kopfbahnhof planen.
Aber ich glaube, zukunftssicherer und auch für den Anschluss jetzt aus unserer T-Kreuzung ist es so tatsächlich besser. Und die Gleise würden sogar, wenn wir mal in die Richtung was legen würden, würden sogar noch an dem Krankenhaus vorbeiführen. Ja, und dann können wir das vielleicht so setzen. Dann können wir die Straße noch anschließen. Wir müssen ja nur eine Straße anschließen. Dann können wir das auch noch mittig setzen. Dass die Straßenbahnhaltestelle tatsächlich in der Mitte ist. So. Und ein U-Bahnhof. Wo war der? Ebenerdige U-Bahn-Station. U-Bahn, oberirdische Station. Hä? Ich verstehe das mit der Benennung immer noch nicht so ganz. Ebenerdige U-Bahn-Station. Moment mal. Ach, das ist der erhöhte. Ah, okay, verstehe. Das ist ein Wohnblock da, ne? Ja. Zugplattform, U-Bahn-Station ohne Eingang. Ja. Vom Platz her. Ist mir das zu viel, glaube ich, stelle ich fest. Ebenwertige U-Bahn-Station klein. Obwohl, die kleine könnte man noch machen. Ah, man könnte sie hierhin machen. Also sie soll ja nicht wirklich benutzt werden aktuell. Ich will sie erstmal nur einplanen, dass sie da ist. Und dass es im Prinzip hier ein Verkehrsknotenpunkt wird. Hier hätte die kleine auf jeden Fall Platz. Vielleicht sogar so, damit man die Straße da hinkriegt. Ja. Und die Straßenanschluss für den Bahnhof muss man natürlich machen. Der geht auf jeden Fall da rein. Und der geht da rein. Dann brauchen wir noch einen Zugverteiler und einen Eisenbahnbahnhof. Aber das werden wir hinkriegen. So, den U-Bahnhof können wir auf jeden Fall so anschließen. Ich will die Gleise vielleicht aber erstmal hier gerade legen. Hier kann man ja jetzt durchaus mal blockierende Kreuzungen machen. Das ist ja jetzt nicht mehr die Stammstrecke. Das müsste so sein. So. Und hier könnte man so ein Dreieck machen. Oder auch nicht. Und das Eisenbahnbauamt, das ist da hinten, könnte man jetzt das Kleine nehmen. Ich meine, wie viel Lager hat das Kleine? 150 Tonnen Kies, 250 Stahl, 200 Tonnen Ziegel, 225 Platten, etwas weniger als das Große.
Von dem Freilager her reicht das auf jeden Fall auch dick. Auch das Warenhaus ist okay. Kies 150 Tonnen. Okay. Man das Eisenbahnbauamt hier hin macht. Oder man macht es halt hier hinten hin. Man es hier hin macht. Ich merke gerade, wir müssen die Autobahn natürlich noch hier durchkriegen. Ich glaube, dann machen wir Tunnel. Auf diesem Grid ist es. Gut, danach verbinden. Ich überlege immer noch, wo das Eisenbahnbaumt hin tue. Das war ja der Auslöser der ganzen Aktion jetzt. Ich überlege noch einen kleinen Moment. Ich baue dann erstmal wieder das Stadion oder das Planen. Wir können auch mal die Zeit wieder andrehen. Was würde ich denn hier hinten hin tun? Hier ist nämlich wieder eine Straßenbahnhaltestelle. Wir müssen nur darauf achten, dass wir mit den... Ich glaube, die Straße müssen wir da wegmachen. Brauchen da mehr Platz. Stadion. Ne, so rum. Die Straße brauchen wir schon links. So, kommen wir mit den Gehwegen da durch. Da kommen wir durch. So auch. Gut, dann kann die Straße wieder ran hier. Gut, und ich glaube,
setze das Eisenbahnbaum, das kleine, tatsächlich hier hin. Nein, ich setze es hier hin. Da haben wir gegebenenfalls rechts die Möglichkeit noch Nein, so. Wir machen es so. Dann haben wir gegebenenfalls noch Möglichkeiten, Lager anzuschließen. Hier ein Kieslager könnte man hinmachen. Wir haben ja hier auch ein Kohlenlager. Und ein Warenhaus oder ein Freilager kriegt man auch noch hin. Platz ist. Und wir können die Schienen so anschließen. Und das sind dann jetzt hier blockierende Kreuzungen. Und dann ist der Weg auch nicht zu weit, um auf die Stammstrecke zu kommen. Die Autobahn Richtung Atomindustrie, die da hinten irgendwann mal hinkommt, ist da. Ja. Dann kommt dieses Ding hier aber weg. Das geplante Lager hätten wir dann gar nicht wegnehmen müssen. Aber ich glaube, hier hinten gefällt es mir trotzdem besser. Da ist dann halt nicht so viel Verkehr auf dieser Kreuzung hier. Ja. Ich glaube, das gefällt mir gut. Beziehungsweise ist annehmbar, sagen wir es so. Dieses Gleispaar. Ich gehe mal von aus, dass wenn das gebraucht wird, ich bin mir nicht sicher, ob es gebraucht wird, dass es dann den Personenverkehr in das Atomstädtchen macht, übernimmt. Und dass dieses Gleispaar weiterhin die Stammstrecke für die Waren ist, sein wird. Und der eventuelle Personenzugverkehr nach in dieses Städtchen, das muss ich mir noch überlegen. Es könnte sein, dass wir das hier anschließen, über diesen Anschluss von dem Bahnhof. Oder dass wir den Personenzugverkehr hier auf die Stammstrecke bringen. Was ein bisschen Nachteile hätte, weil dann müssten wir nämlich noch hier eine T-Kreuzung hier einbauen. In diese Strecke. Und hier darüber. Wenn wir den Personenzugverkehr über dieses Gleispaar anschließen würden, dann könnten wir den Verkehr, ja, könnten wir vielleicht hier durchbekommen, hier unten unter diese Brücke durch und hier rüber und dann in das Städtchen. Das überlege ich mir mal. Muss ja jetzt nicht sofort geplant werden, da haben wir ja Optionen. Gut, das waren die Aktionen, die ich heute machen wollte, glaube ich. Es ist noch in Zukunft geplant, die Eisenmine hier zu planen. Hatte ich schon letztes Mal angekündigt, aber ist jetzt verschoben worden. Das Lager für Heizwerk haben wir gemacht. Hauptbahnhof und U-Bahn-Station haben wir gemacht. Die Personeneisenbahn haben wir vorbereitet. Eisenmine kommt. Ja, für Bula die Arbeitskräfte. Da müssen wir dann in der nächsten Folge mal gucken. Hier wird schon fleißig gebaut. Sehr gut. Um dann wieder die Straßenanbindung ins Kohlenlager hinzubekommen. Und hier die fehlenden Wohnungen, die sind mittlerweile auch im Bau. Zumindest die eine. Ah, hier. Ah, die Kieswege sind mittlerweile fertig. Dann können wir die Wohnungen planen. Und hier ist der Wärmetauscher. Die Straße auch fertig. Gut. Dann, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der chaotischen Planung hier für die Züge. Seid beim nächsten Mal wieder vielleicht dabei. Dann bis morgen oder bis später. Macht's gut. Tschüss.